Das heißt, auch wenn die Zahl der eingewählten Teilnehmerinnen noch nicht die Zahl der angemeldeten Teilnehmerinnen erreicht hat, werden wir mit unserem Webinar starten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, ich darf euch recht herzlich zum heutigen Webinar mit dem Titel Datenschutzkonforme Weitergabe von Daten, How to, die Datenclearingstelle informiert, begrüßen. Das Webinar ist, wie man auf dieser Startseite schon erst sehen kann, die Koproduktion mehrerer Institutionen. Das Hosting übernimmt die Medizinische Universität Graz. Den Kernvortrag selbst bestreiten Kolleginnen von der MedUni Wien. Und die Veranstaltung selbst wird unter dem Dach von Fair Data Austria abgewickelt. Für alle unter Ihnen, die mit Fair Data Austria nicht ganz so vertraut sind, eine kurze Beschreibung des Ganzen. Fair Data Austria ist ein vom Wissenschaftsministerium gefördertes Digitalisierungsprojekt mit dem Fokus auf neue Entwicklungen im Forschungsdatenmanagement an österreichischen Universitäten. Im Projekt gibt es zahlreiche Arbeitspakete, die vor allem technischer Natur sind, aber ein Arbeitspaket trägt den Titel Prozessentwicklung, FDM Training und Support. Und in diesem Arbeitspaket läuft die Webinarreihe Forschungsdatenmanagement in Österreich. Und das heutige Webinar ist Teil dieser Veranstaltungsreihe. Weitere Infos zu Fair Data Austria finden Sie auf der Fair Data Austria Webseite und auch Kontaktpersonen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch die Unis erwähnen, die am Projekt Fair Data Austria mitwirken. Das sind die TU Graz, die TU Wien, die Universität Wien, die Universität Innsbruck, die Medizinische Universität Graz und die Akademie der Bildenden Künste in Wien. Und einen Satz möchte ich auch noch zur Projektstruktur loswerden. Das Projekt Fair Data Austria ist zusammen mit zwei weiteren Digitalisierungsprojekten unter einem Dach, das sich Cluster Forschungsdaten nennt, zusammengefasst. Und auf der entsprechenden Webseite finden Sie dann die ganzen Detailinformationen über die Subprojekte und auch den Cluster Forschungsdaten, falls Sie weitere Fragen haben. Die Agenda für heute. Mein Name ist Peter Schaffer. Ich komme von der Hosting-Institution MedUni Graz und habe die Aufgabe, die Einleitung zu übernehmen. Den Kernvortrag werden dann Kolleginnen, wie schon gesagt, von der MedUni Wien übernehmen, und zwar Frau Jessica Einzing und Herr Michael Prinz. Der Vortrag selbst wird ungefähr 30 Minuten dauern und Sie haben die Gelegenheit, nach Ende des Vortrages von den Vortragenden Ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Ein paar Formalitäten weiß eh schon jeder. Mittlerweile, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden, bitten wir Sie, Ihr Mikrofon auszuschalten. Und um ein Durcheinander von Fragen und Antworten zu vermeiden, bitten wir Sie, dass Sie Ihre Fragen durchaus schon im Laufe des Vortrags im Chat stellen. Wir werden dann versuchen, diese Fragen im Chat abzuarbeiten und die Kolleginnen werden versuchen, diese Fragen auch zu beantworten. Noch ein Hinweis: Das Webinar wird, wie schon bei der Anmeldung darauf hingewiesen worden ist, aufgezeichnet und wird online zum Nachhören für Interessierte zur Verfügung gestellt. Jetzt kommt im Titel des Hauptvortrags der ein bisschen sperrige Begriff Datenclearingstelle vor. Und ich habe mich gestern in der Vorbereitung für das heutige Meeting versucht zu erinnern, wann ich denn diesen Begriff Datenclearingstelle zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe. Und zusammen mit einem lückenhaften Gedächtnis und einem relativ vollständigen E-Mail-Archiv konnte ich das auf Dezember 2017 eingrenzen. Warum ich das so genau weiß, liegt daran, dass in dieser Zeit die drei österreichischen MedUnis versucht haben, gemeinsam eine Basis für eine Forschungsdatenmanagement-Policy zu entwickeln. Und wir haben da mehrere Meetings miteinander zusammen gehabt. Und neben sexy Begriffen wie Open Data, Open Science, Fair Data und vieles andere sind wir auch recht bald auf heikle und sensible Themen im Forschungsdatenmanagement gestoßen und haben uns da in der Diskussion durchaus auch ein wenig im Kreis gedreht. Und Dezember 2017 hat die MedUni Wien dann plötzlich die Datenclearingstelle in die Diskussion eingebracht, mit dem Hinweis, dass so eine Datenclearingstelle viele dieser Fragen lösen könnte. Und die Datenclearingstelle wurde nicht nur jetzt im Draft der Forschungsdatenmanagement Policy genannt, nein, sie wurde tatsächlich eingerichtet und ist auch am Leben und arbeitet. Und ich darf heute zwei Vertreterinnen dieser Datenclearingstelle hier herzlich begrüßen. Das ist zum einen Jessica Einzinger. Sie ist Datenschutzjuristin und stellvertretende Vorsitzende der Datenclearingstelle der MedUni Wien. Sie ist derzeitige Vorsitzende der Interuniversitären Datenschutzkommission und auch Mitglied der Ethikkommission der MedUni Wien. Und sie hat auch den Postgraduate-Universitätslehrgang Informations- und Medienrecht an der Uni Wien absolviert und in ihrer Masterthesis
hat sie sich mit dem Konzept der Anonymisierung von personenbezogenen Daten beschäftigt. Unser zweiter Vortragender ist der Herr Michael Prinz, ebenso von der MedUni Wien. Er ist auch Kommissionsmitglied der Datenklärungsstelle und auch Mitglied der Ethikkommission der Uni Wien. Er hat 1998 an der TU Wien im Bereich medizinische Informatik promoviert und ist aber seitdem an der MedUni Wien tätig. Er hat sich wissenschaftlich mit medizinischer Bildverarbeitung und Mustererkennung auseinandergesetzt und hat auch das Bilddatenarchiv für medizinisch-wissenschaftliche Bilddaten aufgebaut. Und daneben beschäftigt er sich logischerweise auch seit einigen Jahren mit den Datenschutzagenten, im Speziellen mit Datenschutz in Verbindung mit Bilddaten. Und nun möchte ich gerne das Mikrofon und die Präsentation nach Wien weitergeben und bitte, die Präsentation zu übernehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung und Vorstellung, gleichzeitige Vorstellung von mir und meinem Kollegen Magister Dr. Prinz. Jetzt habe ich schon die aktuelle Folie. Genau, unser Thema heute eben Vorstellung der Datenclearingstelle. Was machen wir, wie machen wir das und wie sind wir überhaupt zusammengesetzt? Also zum einen, ja, jetzt geht's. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt nur, was wir eben heute präsentieren wollen. Einmal natürlich die Vorstellung der Datenclearingstelle, was ist so unser Verfahrensablauf. Dann wird auch eben mein Kollege Dr. Prinz eben die ganzen technischen Aspekte, die bei uns zusammenlaufen, näher erklären und eben auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Und danach, wie schon vom Herrn Schaffer gesagt, wird es natürlich dann auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, die wir natürlich gerne beantworten. Genau, was ist die Datenclearingstelle überhaupt? Sie ist eben eine Kommission der MedUni Wien, die eben vor der Weitergabe von einerseits personenbezogenen Daten, wie wir wissen, alles unter personenbezogenen Daten fällt, alle Informationen, die von der Person stammen, Name, Geschlecht, Alter und so weiter. Genauso auch wie bei vor pseudonymisierten Daten und auch anonymisierten Daten, wenn diese eben an Externe weitergegeben werden. Externe heißt bei uns in dem Fall alles, was außerhalb der MedUni Wien abläuft sozusagen. Also wissenschaftliche Kooperationspartner, andere Universitäten oder auch Firmen. Wie schön die Einleitung auch war, 2017 gab es schon Gespräche dazu, dann ganz datenschutzkonform 2018, wo ja dann im Mai die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, wurde eben diese Datenclearingstelle als Kommission von unserem Rektorat, also Rektorat der MedUni Wien, eben eingesetzt, um diese Aufgaben zu übernehmen. Darf ich kurz unterbrechen? Wir sehen noch die Vorschau der Folien und nicht den Präsentationsmodus. Okay, dann muss ich vielleicht. Das ist für die Aufzeichnung, glaube ich, ganz praktisch, wenn man den ganzen Präsentationsmodus sieht. Sieht man es jetzt besser? Nein, noch nicht. Jetzt. Perfekt. Ja, okay. Danke. Entschuldigung. Gerne. Kein Problem, gerne. Gut. Genau. Was wir eben prüfen, beziehungsweise was unsere Hauptaufgabe ist, ist eben die datenschutzrechtliche Prüfung im Sinne, was darf weitergegeben werden und warum, auf welche Rechtsgrundlage. Also das ist immer unser ganz spezielles Thema, natürlich die Rechtsgrundlage aufgrund der DSGVO. Welche ist hier schlagend? Dann natürlich, was wir auch als MedUni Wien Vorgabe haben, auch zu unseren internen Vorgaben gehört, ist eben der Vertrag. Also jede Datenweitergabe an Externe muss aufgrund eines Vertrags erfolgen, in dem wir natürlich ja die ganzen erstens spezifischen Datensicherheitsbestimmungen drinnen haben, wie auch wenn wir ja eine gemeinsame Verantwortung oder auch eine Auftragsverarbeiterkonstellation haben, diese ja aufgrund des Gesetzes bereits in einem Vertrag verschriftlicht haben müssen. Zu den internen Vorgaben gehört auch zum Beispiel, dass eine Weitergabe bzw. eine Übermittlung nur im Zuge einer sozusagen kryptografischen Verschlüsselung, also eine sichere Verbindung erfolgen darf. Also das heißt so viel wie, ich darf nicht lustig von meinem Gmail-Account auf einen anderen Gmail-Account einfach Forschungsdaten von der MedUni Wien übermitteln. Als Beispiel. Genau, in den Geschäftsbereich der Datenclearingstelle insbesondere fallen Bilddaten, da ist eben unser, also mein Kollege Dr. Prinz, eben der Experte bei uns. Bilddaten sind bei uns im Falle meistens geht es hier um radiologische Bilder, also meistens von unserer Universitätsklinik der Radiologie, aber auch Daten, die aus biologischem Material extrahiert werden können, speziell natürlich genetische Daten, sind vor der Weitergabe von uns sozusagen datenschutzrechtlich rundum zu prüfen im Sinne einer Projektprüfung.
Prüfung, also mit all den Vorgaben, die wir haben. Was wir natürlich nicht prüfen, ist die Weitergabe von biologischem Material an sich, also das Gewebe oder das Blut. Das fällt jetzt nicht in die Aufgabe der Datenklärungsstelle, weil es sich ja da per se nicht um Daten handelt. Genau, die Datenklärungsstelle setzt sich eben aus 6 Personen zusammen, plus und noch unsere super Hilfe und Assistentin, die Birgit Klink. Sie ist auch beim ITSC, die eben auch viele administrative Aufgaben für uns übernimmt, sowie auch die Protokollführung und auch meistens die Korrespondenz mit den ganzen Antragstellerinnen. Aber grundsätzlich jetzt für die Projektprüfung sind eben 2 Vertreter aus der Rechtsabteilung, also Vertreterinnen besser gesagt, eben ich als Datenschutzjuristin sowie die Datenschutzbeauftragte. Dann haben wir auch aus der Abteilung vom Technologietransfer bei uns eben 2 Mitarbeiterinnen und eben auch das ITSC. Weil man kann sich vorstellen, Datenschutz geht natürlich Technik und Recht Hand in Hand, weshalb wir natürlich verschiedene Vertreterinnen brauchen. In unserer Geschäftsordnung ist auch festgehalten, dass wir einen Fachbeirat zuziehen können, sollte es Informationen braucht von spezifischen, ich sag mal Spezialgebieten zu einem Antrag, dann gibt es auch diese Möglichkeit, eben auch Personen aus anderen Feldern hinzuzuziehen. Aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt auch seit 2018, da haben wir es bis jetzt noch nicht in dem Sinn gebraucht. Aber es gäbe die Möglichkeit eben laut Geschäftsordnung. Der Unterschied zur Ethikkommission wurde gerade eben anfangs immer oft oder sehr oft gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied, warum prüft die Ethikkommission nur einmal und warum prüft jetzt die Datenklärungsstelle jetzt auch auf einmal mein Projekt? Der Unterschied ist eigentlich, sagt eigentlich eh schon, die Ethikkommission begutachtet natürlich vorrangig ethische und medizinrechtliche Fragestellungen, aber hat natürlich nicht den Datenschutz in dem Sinn im Vordergrund wie die Datenklärungsstelle. Eben, was auch immer wichtig war, die datenschutzrechtliche Prüfung liegt eben bei uns und nicht bei der Ethikkommission. Trotzdem war der Plan, dass eben die Mitglieder der Datenklärungsstelle auch Mitglieder der Ethikkommission werden, damit auch der Austausch natürlich besser funktioniert, weil natürlich ist es klar, für die Forscherinnen und Forscher ist es ein Mehraufwand in dem Sinn, dass sie zu mehreren Stellen müssen, sie müssen nochmal einen Antrag ausfüllen etc. Und da war auch der Plan, dass einfach der Austausch besser funktioniert und die Datenklärungsstelle teilweise natürlich dann auch über Projekte schon Bescheid weiß, die in der Ethikkommission sind und auch datenschutzrechtlich relevant und halt vielleicht auch ein bisschen spezifischer sind, die man sich ein bisschen genauer anschauen muss vom Datenschutzaspekt. Wichtig war auch da immer dazu zu sagen, das EK-Votum ersetzt natürlich nicht die datenschutzrechtliche Prüfung durch die DC und natürlich auch nicht umgekehrt. Also ein Beschluss der Datenklärungsstelle sagt nichts aus über einen Beschluss beziehungsweise vom Votum der Ethikkommission. Genau, in Zusammenarbeit mit der Ethikkommission haben wir dann auch 19 den Informed Consent, also die Vorlage, die Musterinformation von der Ethikkommission zusammen bearbeitet, weil insbesondere die Datenschutzinformation nach Artikel 13, also wenn ich direkt bei einer Person Daten erhebe, ja darüber informieren muss, was mache ich mit diesen Daten, an wen gehen diese Daten, was sind meine betroffenen Rechte und so weiter, dass diese in den Informed Consent eben als Grundform implementiert wird, weil die natürlich vor 2018 auch noch nicht gebraucht wurde. Genau, wir geben unseren Antragstellerinnen auf jeden Fall immer mit, dass eine Einreichung bei der Ethikkommission der Datenklärungsstelle am besten natürlich zeitgleich erfolgen soll, weil sinngemäß unsere Sitzungen sind auch nur einmal im Monat und man muss sich die Anträge natürlich davor anschauen, man muss sich die ganzen Unterlagen anschauen, das ist natürlich zeitaufwendig und wenn das alles hintereinander passiert, dann zieht sich das natürlich. Deswegen empfehlen wir immer parallel einzureichen, einmal bei der Ethikkommission und einmal bei der Datenklärungsstelle eben. Genau, vielleicht zum Verfahrensablauf, also ganz eigentlich logisch, fängt es damit an, dass jemand sich bei der DC meldet und sagt, ich hätte da ein Projekt, ich bin mir vielleicht gar nicht sicher, ob ich einreichen muss, kann man mir da weiterhelfen. Dann wird diesem oder dieser Antragstellerin eben erstmal unser Antragsformular zugesendet, wo wir natürlich um die Befüllung bitten. Da werden halt Angaben abgefragt, wie von welcher Organisationseinheit die Antragstellerin oder der Antragsteller kommen, eben Namen für Namen und Kontaktdaten, damit man natürlich auch Rücksprache halten kann, wenn man noch Sachen anfordern muss oder Unterlagen fehlen und so weiter.
Genau, dann natürlich für uns wichtig ist zu wissen, wer ist überhaupt der Datenempfänger? Ist es eine Firma? Ist es eine wissenschaftliche Einrichtung? Wer, wie, wo, was, wann? Dann natürlich Angaben zu Projekt, damit man natürlich das Projekt auch datenschutzrechtlich prüfen kann. Müssen wir natürlich wissen, was ist überhaupt der Zweck des Projekts? Welche Daten werden weitergegeben? Worum geht es überhaupt im Grunde? Natürlich auch die Projektdauer. Wann soll es denn beginnen? Wann ist das Ende? Dann eben noch weitere Informationen natürlich zur Datenweitergabe. Ist beispielsweise eben schon ein Vertrag vorhanden? Ist der noch in Verhandlung? Werden die Daten laufend weitergegeben oder ist es eine einmalige Übertragung? Dann natürlich das Wesentlichste oder der Kernpunkt darin, um welche Daten geht es überhaupt? Woher sind die Daten? Was sind die Datentypen? Wie viele Daten? Wer sind die Betroffenen? Sind es Patienten? Sind es Probandinnen? Sind es Studienteilnehmer von Studie X und so weiter? Wurden die Daten bereits vorab pseudonymisiert oder sind das die Rohdaten und so weiter? Also wir fragen sehr viele Angaben ab, um das ganze Projekt natürlich wirklich in allen seinen Layern, sage ich mal, durchprüfen zu können. Genau, Beilagen verlangen wir dann auch immer gerne. Was uns natürlich immer sehr hilft, ist trotzdem, falls es schon ein Ethikvotum gibt oder einen Ethikantrag, dann hilft es uns, das Projekt natürlich besser zu verstehen. Was wir auch immer gerne brauchen oder eben gerade bei prospektiven Studien ist natürlich auch der Informed Consent, weil da hat sich gerade am Anfang sehr oft gespießt, da den meisten Forscherinnen und Forschern nicht so klar war, dass wenn sie zum Beispiel Daten, also personenbezogene Daten, in ein Drittland übermitteln, also ein Land außerhalb EU oder EWR, ganz spezielle Regelungen in der DSGVO nochmal gelten und wir da eine spezifische Rechtsgrundlage aufgrund des Kapitel 5 in der DSGVO brauchen. Das war vielen nicht klar, also da gab es viele Unklarheiten und da mussten wir am Anfang auch oft noch sozusagen den Informed Consent nochmal zurückschicken und sagen, ja, da muss mehr ausreichend informiert werden, wenn zum Beispiel die Einwilligung gelten soll für eine Datenübermittlung in den Drittland. Also das war zum Beispiel ganz am Anfang bei uns oft das eine Diskussion, weshalb auch der Informed Consent in der Rohfassung sozusagen einmal überarbeitet wurde. Genau, was wir natürlich auch können, ist Maßnahmen vorschreiben, in dem Sinn, dass wir in unseren Beschlüssen auch Vorgaben geben können, wie zum Beispiel, wenn noch kein Vertrag vorhanden ist, dass eben ein Vertrag vorhanden sein muss und sich an die Rechtsabteilung gewandt werden muss. Oder auch zum Beispiel, dass Grundsätze der Datenminimierung eingehalten werden müssen, wie zum Beispiel, dass wenn das genaue Geburtsdatum eines Studienteilnehmers oder Studienteilnehmerin nicht notwendig ist, das Alter zum Beispiel in Jahren anzugeben sind. Also solche Vorgaben geben wir den Antragstellerinnen dann auch mit, eben in den Beschlüssen. Was auch oft vorkommt, das ist auch, also insbesondere bei den Bilddaten, ist, dass nicht ausreichend pseudonymisiert, anonymisiert ist eine Streitfrage, also die Daten eben nicht ausreichend pseudonymisiert bzw. anonymisiert wurden. Hier wird eben mein Kollege dann noch ein bisschen ausführen zu den technischen Sachen. Das kann auch bei uns, also das ETC, übernehmen. Das ist dann auch natürlich eine Absprachfrage und es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Daten hier zu pseudonymisieren oder bzw. anonymisieren sind durch das ETC. Also das gilt jetzt speziell für Bilddaten grundsätzlich. Genau, und eben wir geben mit einem Beschluss frei. Grundsätzlich würden wir gerne, ist natürlich nicht immer umsetzbar, vorgeben, dass die Daten durch die DC, also die Weitergabe durch die DC erfolgt, weil wir dadurch einfach sicherstellen können, dass es wirklich eine verschlüsselte Verbindung ist und dass das nicht jemand irgendwie hin und her schickt. Ist natürlich nicht immer möglich, aber grundsätzlich bieten wir das an oder geben es vor. Genau, ist für jede Weitergabe überhaupt ein Beschluss notwendig? Ja, grundsätzlich ja, wenn eben Daten von Patienten bzw. Probandinnen weitergegeben werden oder wenn auch Daten von anderen Personen enthalten sind. Aber wir haben eben extra einen Leitfaden erstellt, weil sinngemäß wir uns nicht so wie die Ethikkommission, ich weiß gar nicht, wie viele im Monat, also ich Pi mal Daumen, 1000 Anträge oder Forschungsprojekte im Monat anschauen können. Das ist einfach nicht möglich. Also war es der Sinn, durch einen Leitfaden hier Vorgaben zu geben, wann kein Antrag an die DC gestellt werden muss. Diesen Leitfaden haben wir eben auch veröffentlicht natürlich.
können Sie sich auch gerne anschauen, ist auf unserer Website hochgeladen. Hier ging es einfach darum, dass man, wenn schon gewisse Vorgaben erfüllt sind, nicht extra eine datenschutzrechtliche Prüfung durch die DC notwendig ist. Also das wäre zum Beispiel, wenn es sich um eine wissenschaftliche Einrichtung nach dem Forschungsorganisationsgesetz handelt, was in der EU ansässig ist, plus auch noch die beispielsweise die der Informed Consent, die Musterinformation der EK verwendet wurde und da bestimmte Angaben drin sind, die wir vorgeben und die Daten ausreichend pseudonymisiert sind. Hier haben wir im Leitfaden noch Kategorien, was unter einer ausreichenden Pseudonymisierung zu verstehen ist. Dann würde man laut Leitfaden praktisch, das ist so ein Ja-Nein-Prinzip, einfach rausfallen, sage ich mal, und dann ist kein Antrag an die Datenklärungsstelle notwendig. Also der Sinn dahinter war natürlich, dass zum Beispiel ganz, ich sage es jetzt blöd, aber 0815 AMG-Studien nicht jedes Mal durch die Datenklärungsstelle muss, wenn da jetzt keine Besonderheit drin ist, wie zum Beispiel kommt jetzt ganz oft vor, auch Tagebuch-Apps auf einmal, die irgendwie da in dieser Studie auch implementiert werden. Oder natürlich, wenn es jetzt um eine spezielle Software geht und noch einen Drittanbieter und solche Sachen. Aber so, dass natürlich die Studien, die immer nach dem gleichen Setting ablaufen sozusagen und wir wissen, wie sie ablaufen und wir haben schon gewisse Vorgaben, dass die nicht jedes Mal durch die Datenklärungsstelle müssen. Aber vielleicht kann ich Ihnen da auch noch ein paar Fragen beantworten, sicher, wenn Sie welche haben dazu. Genau, dann würde ich nämlich auch meinem Kollegen übergeben, der jetzt ein bisschen in die Prüfung bzw. die technische Unterstützung ein bisschen einführen wird sozusagen. Ja, dann darf ich gleich fortsetzen. Guten Morgen von meiner Seite. Ich muss jetzt nur die Folie noch einmal von meiner Seite freigeben, damit ich sie durchschalten kann. So, Sie sollten jetzt meine Folien sehen und zwar den Präsentationsmodus hoffentlich. Sehr gut. Und zwar, ich möchte in den kommenden Folien über die technische Überprüfung und die Unterstützung, die wir bieten, den Kolleginnen bieten, ein paar Worte verlieren. Und zwar möchte ich abhandeln, was und wann wir die technische Überprüfung durchführen, was wir im Zuge des Antrags an technischen Informationen verlangen, grundsätzlich welche Datenarten überhaupt vorkommen, die übermittelt werden sollen. Das möchte ich deswegen behandeln, weil man damit vielleicht etwas klarer sieht, wo die Probleme im Detail dann sein können bei den Daten und bei der Übermittlung dieser Daten. Dann werde ich kurz behandeln, was wir dann vorgeben infolge der Überprüfung und zum Schluss dann, wie wir vom Rechenzentrum die Kolleginnen und Kollegen unterstützen können technisch, weil die meisten Kolleginnen und Kollegen, die Anträge einreichen, sind ja aus dem medizinisch-wissenschaftlichen Bereich und da ist oft das technische Know-how nicht vorhanden, um die Daten dementsprechend so zu behandeln, wie wir das vorgeben oder so zu übermitteln, wie wir das dann vorgeben. Also so wie die Rechtsabteilung bei der Erstellung der Verträge unterstützt, die für die Datenübermittlung notwendig sind, unterstützen wir dann halt technisch. Was überprüfen wir? Einerseits technisch, wir überprüfen die Daten selbst, die übermittelt werden sollen und die Art der Datenübermittlung. Wir überprüfen das einerseits zum Antragszeitpunkt und dann in ganz seltenen Fällen auch direkt vor der Datenübermittlung. Und zwar dann, wenn das wirklich ganz heikle Daten sind oder Projekte sind, wo die Datenübermittlung sehr, sehr heikel ist. Da überprüfen wir dann stichprobenartig. Die Unterlagen, die wir im Zuge des Antrags verlangen, ist erstens einmal eine Beschreibung der Datenverarbeitung bzw. der Datenweitergabe. Das heißt, von welchen Systemen stammen die Daten, wo werden die Daten innerhalb unseres Bereichs, also damit UniWin gespeichert, wie groß ist ungefähr das Datenvolumen, wobei es uns nicht unbedingt um Speichervolumen geht, nur, sondern auch zum Beispiel, wie viele Untersuchungen sind das, wie viele Patienten, Daten von wie vielen Patienten sollen da weitergegeben werden, ungefähr in dieser Art und Weise. Und wie und welche Daten im Detail sollen dann an externe übermittelt werden, sozusagen ein bisschen die Geschichte der Daten. Um das technisch genau überprüfen zu können, verlangen wir auch Beispieldatensätze. Das sollten möglichst Echtdaten sein, also nicht künstlich generierte Daten oder nur
ich weiß nicht, Überschriften, Felderüberschriften, sondern wirkliche Daten, die dann auch übermittelt werden sollten. Anzahl, wir verlangen ungefähr 10 Datensätze. Das muss jetzt nicht unbedingt wirklich genau 10 sein, das kann auch weniger sein, je nachdem. Aber die brauchen wir, um dann wirklich überprüfen zu können, was ist in Daten vorhanden und was ist damit zu tun. Ja, welche Datenarten kommen grundsätzlich vor bei Datenübermittlungen? Das sind einerseits im sehr großen Maße natürlich textuelle Daten. Die können entweder strukturiert vorhanden sein, also wo es sozusagen ein Label gibt, was dieses Datenfeld jetzt ist, zum Beispiel Lymphozyten und dann der Wert. Also das kann man sich vorstellen wie in einer Excel-Tabelle, wo halt die Spalten die das Label sind und dann die Werte in der Spalte drunter sind. Oder das ist, also ich dann der Name oder das Geburtsdatum und dann kommt das Geburtsdatum. Das können unstrukturierte Daten sein, also zum Beispiel Freitextfelder, wo eine Diagnose irgendwo eingegeben worden ist, die übermittelt werden soll. Da ist es dann schon wesentlich schwerer festzustellen, was da alles drinnen sein kann an Informationen. Können auch PDFs sein, die übermittelt werden sollen. Das sieht man hier zum Beispiel bei den PDFs, dass da schon auf den ersten Blick, dass da heikle Informationen enthalten sein können, so wie Patienten-IDs, Geburtsdaten, Namen etc. Dann können Bilddaten vorkommen, also ein Spezialgebiet. Wir unterscheiden im Medizinbereich stark zwischen radiologischen und nicht radiologischen Bilddaten, einfach deswegen, weil die radiologischen Bilddaten im Normalfall in einem speziellen Format abgelegt sind, im sogenannten DICOM-Format. Also zum Beispiel Röntgenbilder und Non-DICOM, also nicht radiologische Bilder, die halt teilweise mit ganz handelsüblichen Kameras aufgenommen worden sind oder Handys aufgenommen worden sind und dann halt als JPEGs, TIFFs, PNGs abgelegt werden. Und ganz unangenehm sind sogenannte proprietäre Formate, also wo Gerätehersteller die Daten dann in einem speziellen eigenen Format ablegen, das nicht öffentlich dokumentiert ist und es auch nicht klar ist, was dann alles an Daten in diesem Format abgelegt ist. Das ist im Medizinbereich in letzter Zeit sehr stark bei den sogenannten Slide-Scannern der Fall. Das sind also Objektträger-Scannern, die in sehr hoher Auflösung diese Objekte scannen und wo das proprietäre Format deswegen notwendig ist, um diese Daten möglichst schnell sozusagen darstellen zu können und Ausschnitte darstellen zu können, was mit anderen Formaten nicht möglich ist. Dann Videodaten können vorkommen und Audiodaten. Die kommen für mich überraschenderweise relativ selten vor für die Übermittlung. Dann natürlich auch Gendaten. Was überprüfen wir jetzt jeweils bei diesen Datenarten? Bei den textuellen Daten überprüfen wir, ob identifizierende Parameter vorhanden sind, also ob da ein Name vorkommt, ob Barcodes vorkommen, die, wenn man sie scannt, sozusagen die Patienten-ID ergeben, ob Sozialversicherungsnummer vorkommt, ob Initialen vorkommen, etc. Dann wir überprüfen die Genauigkeit der Parameter, also zum Beispiel bei Datumsangaben, ob es wirklich notwendig ist, das tagesgenau anzugeben, bei Untersuchungsdaten zum Beispiel, oder beim Geburtsdatum, ob es wirklich notwendig ist, das Geburtsdatum anzugeben oder ob es nicht reicht, nur das Alter anzugeben. Und bei Laborwerten zum Beispiel, ob, wenn es in extremer Genauigkeit angegeben werden, ob das wirklich notwendig ist. Wobei da haben wir natürlich ein Problem, weil uns von der Datengegenstelle dann im Normalfall die Expertise fehlt, um das wirklich einschätzen zu können. Wir können dann nur darauf aufmerksam machen, unsere Kollegen sagen, ist das wirklich notwendig oder können Sie die vielleicht ungenauer weitergeben. Dann sonstige Personenangaben, die vorkommen können, zum Beispiel, ob da irgendwo in einem PDF-Dokument der behandelte Arzt oder die Ärztin genannt wird, ob Pflegepersonal genannt wird, ob Angehörige genannt werden. Und dann, wenn Schwärzungen zum Beispiel in PDFs wieder vorgenommen worden sind, ob diese Schwärzungen tatsächlich unumkehrbar sind. Also wir hatten schon den Fall, dass in einem PDF zwar die Felder geschwärzt worden sind, also mit dem Programm, ein schwarzer Balken über die Felder gelegt worden ist, aber man konnte mit dem Programm den Balken wieder entfernen auch nachträglich und damit waren natürlich die Informationen noch erhalten. Bei den Bilddaten, da gibt es zwei wesentliche Bereiche, die wir überprüfen. Das eine sind einmal die Metadaten zu den Bildern und das zweite ist der Bildinhalt selbst. Bei den Metadaten, das beginnt also beim Dateinamen, wie die Bilddaten sozusagen benannt werden, ob im Dateinamen Namen hineinkodiert worden sind, Initialen oder Patienten-IDs zum Beispiel. Und dann, ob in den, je nach
nach Bildformat, ob in diesen Meta-Headern noch Informationen, patientenbezogene, personenbezogene Informationen vorkommen. Bei Standardbildformaten wie bei JPEGs zum Beispiel gibt es einen sogenannten EXIF-Header. Das ist ein Datenbereich, ein Datenblock, der von den Kameras üblicherweise verwendet wird, um die Aufnahmeparameter abzulegen, wie wann ist das Bild aufgenommen worden, mit welcher Blende ist es aufgenommen worden, das Kameramodell wird da hineingeschrieben, solche Dinge. Das kann aber auch von Bildarchivsystemen genutzt werden, um zusätzliche Informationen da hineinzuschreiben. Also zum Beispiel einen Patientennamen und Geburtsdatum. Also wenn man Bilder in einem Standardformat, JPEGs zum Beispiel, weitergibt, muss man nicht nur auf den Dateinamen achten, sondern muss auch schauen, ob nicht in diesem Excel-Feldern noch zusätzliche Informationen enthalten sind. Bei den radiologischen Bildern ist es noch stärker, die DICOM-Daten beinhalten einen sehr großen Bereich an Metainformationen, der sehr genau definiert ist im sogenannten DICOM-Standard. Und da ist zu Patienten oder kann zu Patienten sehr, sehr umfangreiche Daten auftreten, also wie vom Patientennamen, Patienten-ID, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, es können auch Angehörige drinnen genannt werden, etc. Also da muss man wirklich sehr stark aufpassen, was man da weitergibt und was zu entfernen ist. Und der zweite Bereich, der Bildinhalt selbst natürlich, muss schauen, dass man aufgrund des Bildinhalts nicht jemanden reidentifizieren kann, ganz einfach. Das kann sein, dass da zum Beispiel Implantate zu sehen sind, die sehr, sehr selten sind und aufgrund der Implantate klar ist, welcher Patient es war. Bei Ultraschallaufnahmen ist es zum Teil immer noch so, dass die Patienten oder personenbezogenen Daten dann auf das Bild aufgedruckt werden tatsächlich, also auch elektronisch. Da steht dann halt auf dem Bild tatsächlich Patientenname, Patienten-ID, Geburtsdatum drauf. Das muss man schwärzen, das geht nicht anders. Und bei radiologischen Bildern wie bei MR-Bildern, da ist die Auflösung von diesen MR-Daten inzwischen so hoch, also nicht nur jetzt die horizontale Auflösung der Bilder selbst der jeweiligen, sondern auch der Schichtabstand ist so gering inzwischen, dass man diese Körperteile, die mit diesen MR-Aufnahmen aufgenommen worden sind, sehr gut 3D rekonstruieren kann. Und das ist bei Schädelaufnahmen natürlich sehr heikel. Also ich habe hier eine 3D-Rekonstruktion von einem MR-Datensatz gemacht und man sieht, bewusst abgeschnitten, und man sieht, dass man zum Beispiel Schädelanomalien da sieht, sehr einfach. Oder dass, wenn man das ganze Gesicht da sehen würde, möglicherweise den Patienten reidentifizieren kann, einfach aufgrund des Gesichts. Bei Audio- und Videodaten, die Gott sei Dank nicht so oft vorkommen zur Übermittlung, muss man natürlich muss man überprüfen, ob da nicht irgendwo visuell oder als Audio-Information identifizierende Angaben vorkommen. Also ob da, weiß ich nicht, Patienten-Barcodes mitgefilmt worden sind oder Gegenstände zu sehen sind, die so identifizierend sind. Oder ob Namen genannt werden oder ob Stimmen so eindeutig sind, so speziell sind, dass man wieder Patienten identifizieren kann. Und bei Gendaten, da unterscheiden wir, ob sozusagen Gesamtgenom übermittelt werden soll oder nur Genomteile. Gesamtgenom ist natürlich verdammt heikel, weil damit wieder der jeweilige Patient eindeutig ist. Das heißt, daraus kann man Patienten identifizieren. Bei Genomteilen üblicherweise nicht, je nachdem, wie groß diese Genomteile sind. Neben den Daten selbst überprüfen wir dann auch, wie die Daten übermittelt werden sollen. Das ist auch wesentlich. Da gibt es grundsätzlich ja drei Möglichkeiten, wie das passieren kann. Entweder die Daten sollen per FTP irgendwo hochgeladen werden oder über eine Webseite hochgeladen werden oder in eine Cloud hochgeladen werden. Oder sie sollen per E-Mail verschickt werden oder über ein externes Medium per Post oder per Paketdienst zum Beispiel transportiert werden. Da achten wir darauf, dass die Übertragung selbst, also zum Beispiel bei FTP oder bei Hochland-Webseite oder eine Cloud, dass die Übertragung selbst verschlüsselt passieren muss. Das heißt, bei Webseiten ist es das HTTPS, bei FTP wäre das halt SFTP und nicht normal FTP. Und oder, dass die Daten selbst vor der Übertragung kryptografisch verschlüsselt werden. Also zum Beispiel, wenn die Daten unsicher verschickt werden per E-Mail, dann müssen die Daten selbst verschlüsselt werden.
oder wenn sie über ein externes Medium transportiert werden sollen. Weil die Gefahr bei den externen Medien ist, dass das halt am Transportweg dieses Medium verloren geht und der Finder sollte dann mit den Daten auf dem Medium nichts anfangen können. Was geben wir nach der Überprüfung vor? Wir geben vor, dass die Daten zu pseudonymisieren und anonymisieren sind natürlich. Und nach der Überprüfung der Daten, der Testdaten selbst, welche Informationen dann noch aus diesen Daten zu entfernen sind. Und wir versuchen ja die sichere Übermittlung der Daten zu gewährleisten, indem wir zum Beispiel die Verschlüsselung der Daten vorschreiben oder das Hochladen nur über sichere Verbindungen vorschreiben. Nun, wie ich bereits gesagt habe, sind die Kolleginnen und Kollegen, die Anträge stellen, normalerweise bei uns aus dem medizinisch-wissenschaftlichen Bereich und ihnen fehlt halt oft das technische Know-how, um das dann dementsprechend auch durchzuführen, was wir vorgeben. Und deswegen unterstützen wir vom Rechenzentrum, vom ITSC, dann bei der Datenbehandlung, Datenverarbeitung und Datenübermittlung. Einerseits zum Beispiel beim Export von Daten aus unseren eigenen Systemen. Also wir haben einen Großteil der Daten in eigenen Systemen, Dokumentationssystemen, in unserem Bildarchiv. Also wenn die Daten von dort dann übermittelt werden sollen, unterstützen wir diese Daten aus diesen Systemen zu exportieren. Wir unterstützen bei der Pseudonymisierung und Anonymisierung der Daten, vor allem dann, wenn es strukturierte Daten sind oder wenn es Bilddaten sind, vor allem wenn es radiologische Daten sind, weil da haben wir ein System aufgebaut, mit dem wir automatisiert pseudonymisieren können. Das heißt, wir unterstützen vorwiegend dann, wenn wir es in irgendeiner Art und Weise automatisiert machen können. Bei unstrukturierten Daten und strukturierten Texten ist es sehr schwer, das automatisiert zu machen. Im Endeffekt muss man dann drüber schauen und möglicherweise manuell Daten entfernen. In heiklen, besonders heiklen Fällen, Projekten überprüfen wir die Daten dann noch einmal direkt vor der Übermittlung. Wir unterstützen auch bei der Übermittlung der Daten, wenn das halt unsere Kollegen nicht technisch nicht können, und auch bei der kryptografischen Verschlüsselung der Daten, weil das ist auch nicht immer klar, wie sie denn die Daten verschlüsseln können, mit welchen Programmen sie das tun können und wie sie dabei vorgehen sollen. Damit bin ich immer mit dem technischen Teil sozusagen am Ende und kann nur mehr sozusagen unsere Kontaktmöglichkeiten möchte ich noch präsentieren. Und zwar, Magister Einsinger hat schon gesagt, wir haben eine Webseite, wo wir die wesentlichen Informationen zur Datenklärungsstelle gesammelt haben. Das ist die Geschäftsordnung zum Beispiel zu finden, der Leitfaden, den Magister Einsinger genannt hat, die Termine, wann wir tagen. Wir haben auch FAQs gesammelt über die Zeit jetzt, um halt Fragen, die immer wieder auftauchen, einfach zu beantworten. Ja, und auf meiner letzten Folie sehen Sie eben den Link zu unserer Webseite und auch die E-Mail-Adresse, der Sie mit uns in Kontakt treten können. Auf der Webseite finden Sie auch eine Telefonnummer. Ich weiß nicht, wieso wir die nicht auf die Folie geschrieben haben, aber Sie finden auf der Webseite finden Sie auch eine Telefonnummer, mit der Sie die Datengegenstelle sozusagen kontaktieren können. Ja, damit bleibt mir nur über, dass wir uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wir neugierig auf Ihre Fragen sind. Vielen, vielen Dank noch Wien für den sehr aufschlussreichen informativen Vortrag und so einen ersten Einblick in die Komplexität des ganzen Themas. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir im Chat, Moment, das ist wieder meine Folienfrage, dass wir im Chat bereits den Link gepostet haben zum Leitfaden. So. Chat wieder. Es sind noch keine Fragen im Chat aufgetaucht. Was mich immer interessieren wird, wie ist denn die Akzeptanz der Datenklärungsstelle bei den Forschenden? Sehen die das als Unterstützung oder sehen die das eher so als Bremser im ganzen Forschungsprozess? Also ich würde sagen, es wird sehr unterschiedlich angenommen. Also am Anfang war es sicher, glaube ich, eher schwierig zu akzeptieren, weil es natürlich eine Art Mehraufwand für die Forscherinnen war und sie das nicht so ganz akzeptieren wollten. Warum muss ich jetzt nochmal wo eintragen? Jetzt muss ich das nochmal wo ausfüllen? Mittlerweile haben wir aber auch Forscherinnen und Forscher oder Studienkoordinatoren, die sich regelmäßig einreichen oder nachfragen. Also die das also durchaus positiv annehmen sozusagen, dass wir diese Sachen prüfen und das auch gut finden. Ich glaube, es ist halt auch einfach viel Awareness schaffen
bei den Forscherinnen und Forschern, warum ist das wichtig und warum machen wir das? Und ich glaube, das ist auch sicherlich auch bei uns noch ein Knackpunkt, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr einfach informieren müssen, was machen wir, warum machen wir es und was bringt euch das und was bringt das der MedUni? Also ich glaube, das ist ein nächstes To-Do sozusagen noch. Ja, ich glaube, wir haben uns auch mit den Kollegen von der Ethikkommission, also mit den Vorsitzenden, darüber unterhalten und die haben gemeint, bei den Ethikkommissionen war es am Anfang dasselbe. Also das war auch nicht so akzeptiert, warum da jetzt jemand das Projekt oder die Projekte noch überprüft. Und mit der Zeit ist halt die Akzeptanz gestiegen, weil die Kollegen halt gesehen haben, dass das absolut Sinn macht. Und ich hoffe, dass das bei uns auch so ist und mit der Zeit so wird. Es sind die ersten Fragen aufgetaucht und die erste Frage lautet, ist die Datenclearingstelle nur für die MedUni Wien oder kann man auch von anderen Universitäten Projekte einreichen? Wer traut sich das beantworten? Ja, ja, also grundsätzlich was, natürlich. Was soll ein Bonus sein? Ja, na, also da müssen wir uns leider sehr genau abgrenzen. Das ist natürlich nur für Projekte der MedUni Wien, also die von uns an der MedUni Wien laufen, also für Forscherinnen hier. Also bei uns ist auch vorgesehen, dass eben Forscherinnen den Antrag stellen müssen. Wie zum Beispiel bei der Ethikkommission kann sie auch der Sponsor, also eine Firma oder sonst wer, den Antrag stellen. Bei uns ist es schon vorgesehen, das müssen schon die Forscherinnen machen. Also da leider ist nur MedUni. Danke. Nächste Frage ist, wie gehen Sie als Datenclearingstelle selbst mit den zu prüfenden Daten um, die ja zur Überprüfung gespeichert werden müssen? Ich vermute, dass das bezüglich Datenschutz gemeint ist. Also innerhalb des Hauses ist es einmal grundsätzlich nicht wirklich das Problem, die Daten uns zur Verfügung zu stellen, damit wir sie überprüfen können. Aber natürlich müssen wir die Daten dann gewissen Zeitabstand müssen wir sie löschen. Das ist schon klar. Also wenn es personenbezogene Daten beinhalten. Also wir speichern sie nicht endlos. Nein. Und wir haben sie auch auf einem geschützten Serverbereich, der ja nur für die DC zugänglich ist, auch passwortgeschützt und alles. Also das ist natürlich abgesichert. Danke. Nächste Frage. Wie gehen Sie konkret beim Awareness-Schaffen vor? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man Awareness braucht, um überlaufen zu können. Also grundsätzlich natürlich vor Corona war es ein bisschen mehr, haben wir schon auch Präsentationen teilweise an Kliniken gehalten, was macht die Datenklärungsstelle, worum geht es hier überhaupt, auch für, wir haben einmal auch mit unserem KKS zusammen für die Studienkoordinatorinnen, da die, also gerade die meisten wirklich mit den Anträgen, also die Anträge auch stellen, beziehungsweise zu tun haben mit dem ganzen Projekt, also für die auch mal einen Vortrag gehalten. Wir haben einen Folder, der natürlich auch theoretisch irgendwo aufliegt, den man sich holen kann. Ja, also wir bekommen auch mittlerweile ja auch Anfragen von Kliniken selbst, die fragen, könnten Sie mal einen Vortrag halten, könnten Sie uns das ein bisschen vorstellen, was man da so beachten muss, worum geht es überhaupt. Also Awareness schaffen in dem Sinn, dass man einfach immer wieder darüber informiert und auch, glaube ich, wichtig ist, den Antragstellerinnen zu erklären, warum ist jetzt diese Auflage, warum machen wir diese Auflage, warum steht das jetzt da drin, also so sozusagen Awareness schaffen. Okay. Jetzt geht's los mit den Fragen, so richtig. Nächste Frage. Wie sind die Erfahrungen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Ethikkommission? Haben die Vertreterinnen der DC in der Ethikkommission dort auch Stimmrecht? Stimmen sich die beiden Kommissionen zeitlich bei der Beschlussfassung ab? Ja, die Abstimmung ist nicht immer einfach, ich sage es ganz ehrlich, die Ethikkommission ist ja auch sie ist eine gesetzlich eingerichtete, unabhängige Kommission, die auch aus sehr vielen Mitgliedern besteht, also die Abstimmung ist nicht immer einfach, wir sind in dem Sinn zeitlich nicht abgestimmt. Die Idee war eben, dass dadurch, dass wir, also die C-Mitglieder, auch Mitglieder in der EK werden, diese Abstimmung ein bisschen besser funktionieren. Funktioniert auch besser, aber natürlich, es sind teilweise in der EK natürlich sehr viel mehr Projekte als bei uns und sie überschneiden sich auch nicht immer, da wir uns dann vielleicht auch mehr eben mit anderen Fragen beschäftigen, einfach als die EK. Also die Abstimmung ist nicht immer einfach, aber wir sind hier schon immer im regelmäßigen Austausch, in dem Sinne, dass wir dann auch natürlich, wenn uns Problemfelder auffallen, wie können wir das besser machen, versuchen abzustimmen. Aber es ist natürlich, zwei Kommissionen ist es nicht einfach, sagen wir so. Danke, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wird mein Bildschirm langsam zu klein für die Fragen. Nächste Frage. Erfolgt auch eine Überprüfung der Daten, wenn im Rahmen eines Forschungsprojekts
die Forschungsdaten in einem externen Datenrepositorium abgelegt werden müssen? Grundsätzlich ja. Das ist für uns ein besonders heikler Bereich. Wir sind grundsätzlich nicht enorm glücklich, wenn Daten und wir verstehen, dass die Notwendigkeit, die Daten in externen Datenrepositories abzulegen, aber für uns ist es eine sehr heikle Sache, wenn Daten, die im Rahmen von Forschungsprojekten, die im Endeffekt aufgrund der Umfangreichheit der Parameter möglicherweise identifizierend sind, in ein externes Datenrepositorium gehen. Deswegen versuchen wir jetzt einerseits an der Methode Wien ein eigenes Repositorium aufzubauen. Wenn es in ein externes Repositorium gehen soll, dann versuchen wir das so einzuschränken, dass zumindest für die Freigabe der Daten an jemand externer, der die Daten abrufen will, ein Kontakt mit der MedUni bei uns passieren muss, damit wir irgendwie eine Kontrolle haben, wo die Daten hingehen. Danke. Nächste Frage. Ist es ausreichend, wenn die Patientinnen eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass die Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen? Es kommt darauf an, Lieblingssatz der Juristinnen. Ja. Es kommt auf den Sachverhalt an. Natürlich, die Einwilligung kann eine Rechtsgrundlage zur Datenweitergabe sein, also zur Datenverarbeitung. Die ist ja auch in der DSGVO vorgegeben, aber es kommt halt darauf immer an. Also eine Einwilligung muss natürlich freiwillig in informierter Weise in Kenntnis der Sachlage gegeben werden. Das kommt jetzt natürlich darauf an, was in der Einwilligung steht. Und zusätzlich noch der Spezialaspekt, handelt es sich um ein Drittland oder nicht, weil dann haben wir nochmal andere Vorgaben nach einem anderen Artikel, nach Artikel 49. Also das ist, es kommt darauf an. Ich weiß, warum ich bei Datenschutz immer ein bisschen Gänsehaut kriege. Es ist alles nicht so einfach. Ja. Die nächste Frage. Die Stimme bei Audioaufnahmen wurde nicht generell als personenbezogene Daten angesehen, sondern nur, wenn sie besonders spezifisch sei. Ebenso wurde Blut als solches trotz des darin enthaltenen Genoms nicht als personenbezogenes Datum gesehen. Liegt hier die Wahrscheinlichkeitsbeurteilung zugrunde? Rein theoretisch wäre ja eine Identifikation immer möglich. Stimmt, die Stimme ist natürlich auch, kann natürlich identifizierend sein. Das ist richtig. Ist insofern kann ein Problem sein, ja. Beim Blut, da muss man sagen, wir kontrollieren keine so Materialweitergaben. Das heißt, wenn Blut weitergegeben wird, wird das nicht über die Datenklärungsstelle abgehandelt. Also das biologische Proben. Biologische Proben, genau. Sondern nur die Daten selbst. Ja, genau, richtig. Ja. Man muss halt schauen, dass man bei so Studien nicht den Toni Polster und den Marko Arnautovic bei Audioaufnahmen dabei hat, offensichtlich. Dann wird es schwierig. Das stimmt ja. Wir hätten noch ein paar Minuten. Wir sind bei der letzten Frage angelangt. Gibt es noch Fragen, Hinweise? Eine nächste Frage. Wie wird mit identifizierbaren MR-Bildern umgegangen? Da muss ich jetzt sozusagen den Satz von dem Gisreinziger wiederholen. Das kommt darauf an. wo die Daten hingehen sollen und wie weit man, ob der Empfänger jetzt der DSGVO unterliegt tatsächlich oder nicht und wie weit man da vertragliche Regelungen schaffen kann, das einzuschränken, dass die MR-Bilder sozusagen zur Reidentifikation genutzt werden dürfen. Heikel ist es natürlich, und da sind wir überhaupt nicht glücklich, ist, wenn solche Daten an Open Data Repositories gehen sollen. Also um Daten, es gibt zum Beispiel Datensammlungen für die Entwicklung von AI-Algorithmen und für Trainieren von AI-Algorithmen. Wenn solche Daten dann dorthin gehen sollen und wir überhaupt keine Kontrolle haben, wer die herunterlädt und wofür die verwendet werden, da sind wir absolut nicht glücklich. Und dann geben wir das normalerweise auch nicht frei. Okay. Nächste Frage. Wie dokumentieren Sie die durchgeführten Maßnahmen zur Pseudonymisierung, vor allem im Hinblick darauf, dass Sie vermutlich die Daten selbst nach einer Frist in der Clearingstelle löschen? Die Frage zielt darauf ab, wie Sie sich juristisch absichern, falls jemand der Ansicht ist, dass die Maßnahmen nicht ausreichend seien.
Also vielleicht, ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, die pseudonymisierten Daten, also die Pseudonymisierung der Daten an sich, also sagen wir textuelle Daten oder solche Sachen, CRFs oder sowas, das obliegt schon den Forscherinnen. Also wir geben vor, welche Daten zu pseudonymisieren, also dass die Daten mal grundsätzlich sowieso immer zu pseudonymisieren sind und welche Daten aufgrund des Datenminimierungsgrundsatzes nicht enthalten sein sollten oder dürfen. Das kann zum Beispiel genaue Datumsangaben sein oder eben das Alter mit Geburtsdatum. Datum, also Tag, Monat, Jahr, dass es also in Altersangaben gegeben werden muss, dass natürlich kein Name dabei sein muss. Also das geben wir natürlich vor. Wir können, also wenn es darauf, wir können nicht jede CRF, der verbessert wurde oder der umgeändert wurde, dann im Nachhinein überprüfen. Also die Verantwortung überliegt natürlich schon den Forscherinnen, wenn wir vorgeben, das müsst ihr entfernen, das muss weg. Dass sie das machen. Anders ist es natürlich bei den Bilddaten, wenn die Bilddaten vom ITSC oder vom Dr. Prinz pseudonymisiert werden, dann gibt es sie so in dem Paket meist weiter. Aber kommt darauf an, wie viele es sind. Aber der Dr. Prinz kann das, glaube ich, besser beschreiben, was da der Vorgang ist, normalerweise. Ja, im Prinzip ist nichts anderes. Also wir pseudonymisieren die Daten und stellen sie dann halt den Kolleginnen und Kollegen wieder zur Verfügung im Endeffekt. Außer sie können das dann selber nicht übermitteln, technisch, dann übernehmen wir die auch die Übermittlung. Und die pseudonymisierten Daten behalten wir dann üblicherweise auch. Okay. Wir hätten noch ein paar Minuten für Fragen. Wenn noch was ansteht, bitte in den Chat posten. Jawohl, finden bei der Datenbeschreibung im Rahmen des Antrages bei der TC bestimmte medizinische Metadatenstandards Anwendung? Was ist mit Metadatenstandards gemeint? Medizinische Metadatenstandards? An den Kollegen, der die Frage gestellt hat. Bitte. Sonst Mikrofon einschalten, eventuell. Ja, hallo, Thomas Seifert. Ich habe damit gemeint, ob man bei den Datenfeldern, die ihr da in den Formularen drinnen habt, es gibt ja zum Beispiel in den sozialwissenschaftlichen Daten gibt es meistens so Metadatenstandards wie Dublin Core oder auch in den Geowissenschaften gibt es bestimmte disziplinspezifische Metadatenstandards, die sozusagen die Daten beschreiben oder die man Minimum verlangt, wie sie ja dann zum Beispiel bei Datenrepositorien notwendig sind. Habt ihr da das dem zugrunde gelegt oder ist das noch viel umfangreicher eigentlich, die Datenbeschreibung, die die Clearingstelle verlangt? Das Na, wir verlangen jetzt keinen speziellen irgendwie Schema, wie das beschrieben werden soll. Okay. Das würde, glaube ich, alle überfordern, fürchte ich. Okay. Ja. Also dementsprechend kommen die Beschreibungen dann sehr, sehr unterschiedlich. Also teils episch, Ja. teils halt Okay. wirklich sehr spezifisch. Also wir müssen uns das dann selber rausklabüsern, meistens. Ja, na, weil ich habe nur, es gibt ja in der Mediziner unterschiedliche eben Metadatenstandards, also in der Biomedizin gibt es wieder eigene oder so wie Darwin Core, der für biologische Daten ist und solche Sachen. Deswegen hat mich das eigentlich interessiert. Wahrscheinlich ist das zu umfangreich dann. Ja. Okay, danke. Danke. Noch eine Frage. Gibt es ein Programm, mit dem man den EXIF-Header automatisch löschen kann? Ja, soweit ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, EarthonView ist ein sehr gutes Programm, mit dem man sehr viel machen kann. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, falsch erinnere, kann man mit dem den EXIF-Header entfernen. Schön. Gibt es noch offene Punkte, Fragen? Das ist ja das Lustige und Spannende, dass man aus Sicht der FAIR-Prinzipien freut man sich über alle Metadaten, die automatisch irgendwo daherkommen, weil die einfach die Information anreichern. Auf der anderen Seite vom Datenschutz muss man da schauen, dass man die ganzen Metadaten los wird. Also das ist ja ein schmaler Grat, auf dem man unterwegs ist. Wenn keine Fragen mehr sind, dann nochmal vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, auch vielen Dank an die Diskutanten. Noch
zwei Punkte. Ich würde alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne darauf hinweisen, auf die nächsten Veranstaltungen im Rahmen von Pferde der Austria. Das ist am 28. September gibt es ein Pferde der Austria Online-Projekt-Meeting, wo es über Neuigkeiten im Projekt berichtet wird. Und am 19. Oktober gibt es ein Webinar mit dem Titel Machen wir unsere Daten fair? Anmeldung immer über die Pferde der Austria Webseite. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank für die Teilnahme, vielen Dank für den Vortrag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, liebe danke. Grüße aus Graz nach Wien. Danke.